Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauden von Flowers by Schauden. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Weihnachtsdeko uns noch anlacht bei uns auf der Terrasse, aber auf jeden Fall eine sehr winterliche. Und ich möchte eine schöne Tischdekoration zeigen, jetzt nicht nur zu Ostern, sondern übergangsweise vom Frühling zum Sommer. Wer es natürlich österlich mag, kann es noch österlich ausdekorieren. Ich habe auch noch ein paar Ostereier dabei und ich freue mich auf dieses Video, trotz des Wetters, weil dann habe ich einfach wieder einen Lichtpunkt für draußen. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, was ich Schönes mitgebracht habe und dann zaubern wir wieder was Schönes. Ein paar Kirschzweige oder noch ein paar Weidekätzchen. Wunderschöne Hornveilchen unterschiedlichen Farben. Ich habe noch eine Muscari mitgebracht. Eine kleine pinke Bellies, ein bisschen Moos, ein paar Windlichter, Eier, Reagenzgläser und ein paar Osterglocken bei uns aus dem Garten. Und natürlich eine Basic. Und das sind diese Körbe. Und die sind eigentlich wirklich immer super. Und die Idee ist so simpel. Ich habe mal sowas Ähnliches gemacht im Sommer. Und das habe ich jetzt einfach mal auseinandergenommen. Und ich dachte, ich kann da ja auch etwas drum zupflanzen. Da ist eine Folie drum zu. Das ist, bietet sich halt wirklich an. Und genau, da werde ich jetzt einfach ein bisschen Blumenerde drauf füllen. Und ihr seht, ich habe zwei ganz unterschiedliche Farbkombinationen mitgebracht. Dies hier wird eine recht simple Geschichte. Aber ich finde es halt auch witzig mit einem dicken Huhn in der Mitte, mit einem Windlicht in der Mitte. Also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und man hat so viel Bock, wirklich was fertig zu machen momentan, finde ich. Aber das Wetter will noch nicht so wirklich mit uns. Aber das kommt hundertprozentig. Also die lange Ellie ist wieder in Einsatz und dann geht das wunderbar. Genau, ich setze jetzt einfach diese Hornveilchen drum zu. Ich habe mich für blaue entschieden. Die finde ich an sich sehr, sehr schön farblich. Und die entwickeln sich immer richtig, richtig klasse im Kübel. Auch wenn ihr Hornpflanzen... Wenn ihr Balkonkästen oder so pflanzt, bieten sich jetzt auch übergangsweise wirklich Hornveilchen mit am besten, wenn ihr jetzt sagt, oh, Zwiebelgewächse möchte ich nicht mehr. Und ihr seht, die sind super durchgewurzelt. Ihr könnt die Wurzelballen auch noch ein bisschen aufbrechen, wenn die wirklich so extremst durchgewurzelt sind. Und die Idee ist eigentlich echt simpel. Einfach die Hornveilchen drum zu, ein paar Reagenzgläschen rein, da die Osterglocken rein, ein paar Äste. Und dann hat man eigentlich eine sehr schöne Dekoration zu Ostern. Und ja, wenn Ostern vorbei ist, sind vielleicht die Osterglocken auch ausgeblüht. Wo, ich muss echt sagen, ne, wenn ihr Schnittblumen nach draußen stellt, ich habe ja beim letzten Mal dieses Tulpenvideo gemacht. Und ich habe noch das Glück, dass ich noch eine schöne Vase zu Hause auf der Terrasse habe, da um die Ecke. Und die stehen wirklich wie eine Eins. Ne? Also das ist richtig, richtig schön. Wenn jetzt noch ein paar Sonnenstrahlen dazukommen, dann wird es perfekt. Dann kann man es nicht nur von außen beschauen, sondern auch von innen. Aber ich will nicht klagen. Du, uns geht's gut. Und es ist ja auch erst April, also von daher alles kein Problem. Ich nehme jetzt einfach mal die Erde von dem einen Korb in den anderen, den kann ich ja gleich wieder füllen und fülle so ein bisschen die Zwischenlücken. Ich habe die jetzt recht eng und kompakt gepflanzt, weil ich das einfach sehr, sehr gerne mag. Ich bin ja eher der Florist, wenn es um Pflanzen geht. Also bei mir muss es direkt gut aussehen. Aber ihr könnt auch zwei, drei Hornveilchen weniger nehmen, weil die sich wirklich ganz, ganz toll entwickelt. Das dauert einfach ja, 3, 4 Wochen. Und dann ist die Schale auch so voll, wie sie jetzt ist. Aber bei mir kann es nicht voll genug sein. Und ich finde, Hornveilchen gehen preislich auch. Und dann kann man sich das ruhig mal gönnen. So, Hose auch dreckig. Ich habe meine Schürze nicht um, merke ich. Ich lege jetzt so ein bisschen Moos rein, weil ich ja ganz gerne das Windlicht reinstellen möchte. Und dadurch ist es eine schöne Polsterung. Es steht nicht direkt auf der Erde. Und die Idee ist halt, oder man setzt halt zu Ostern cooles, fettes Huhn rein. Da mache ich gleich noch ein paar Weidekätzchen und so dazu. Oder in meinem Falle möchte ich das gerne als Windlicht fertig machen, weil ich das einfach schön finde, wenn wir das dann abends, ne, wenn wir länger draußen sitzen können, anmachen können. Und ich finde das etwas neutraler. Den österlichen Touch, den will ich einfach reinmachen, indem ich diese Reagenzgläschen habe. Die setze ich rein
Und dann schneide ich die Osterglocken einfach an. Ich habe sie in unterschiedlichen Farben. Also sie sind so schön. War fast zu schade, um die aus dem Garten zu pflücken. Und genau, die setze ich dann einfach rein. In Kombination mit ein paar Ästen, damit die Verbindung einfach da ist zu den Osterglocken, dass sie nicht einfach nur so rauskommen. Oder ihr macht da einfach noch ein bisschen dieses Osterglockengrün dazu. Aber so kriegt man halt eine ganz coole Verbindung her. Und ich finde es sogar echt schön, wenn man diese hier dazu nimmt. Einfach diese Farbkombination. Weiß, Orange finde ich auf jeden Fall sehr schick. Das mache ich uns auf jeden Fall gleich fertig. Dann möchte ich euch aber noch eine kleine Variante zeigen. Das kann man natürlich alles auch kleiner gestalten. Aber da ist die Idee, um einfach mal zwei Windlichter einzupflanzen. Und statt den Windlichtern kann man da natürlich auch Ostereier nehmen. Da werde ich passend zu unseren großen Kübeln einfach wieder Hornveilchen in Orange, Muscari und Bellies reinpflanzen. Und dann habe ich diese witzigen Ostereier. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Also das sind die von meiner Oma. Also die meine Oma hatte solche früher. Und da werde ich jetzt einfach ein paar Nüsse drin verstecken. Da auch noch ein, zwei integrieren statt den Windlichtern. Für meine Nichte, da ich wahrscheinlich einen Palmstock kriege und dann kann sie sich da ihr Geschenkchen rausholen. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Drückt mir die Daumen, dass es trocken bleibt, weil es fängt gerade schon wieder an zu regnen. Aber ich hoffe, dass ich das noch schaffe. Und ja, ich würde sagen, ich pflanze noch eine Runde und dann sehen wir uns gleich. Das bringt jetzt auch nicht mehr viel. Die Hose ist so oder so dreckig. Egal, ich finde, diese Pflanzschale bringt einfach gute Laune. Ich finde einfach die Kombination, ich hatte das erst nur mit den hellen Osterglocken, aber gerade die mit Orange und dann habe ich die mit diesem gefüllten gelben Herz nochmal dazu gesetzt, dann nochmal kleine dazu gesetzt und dann in Kombination mit den Hornveilchen und den Ästen, damit es sich verbindet. Und ich finde dies einfach so eine simple Idee für die Terrasse, wenn man einfach noch ein Stückchen Garten mit auf der Terrasse nehmen möchte oder ein paar frische Schnittblumen. Richtig, richtig cool. Alternativ statt Windlicht kann man natürlich auch ein dickes Huhn reinsetzen, einen Hasen reinsetzen. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Und ich freue mich, wenn wir es nachher rausstellen. Ich werde mich allerdings nicht auf der Terrasse hinstellen, sondern mir das von innen anschauen. Ja, hier habe ich noch eine andere kleine Geschichte. Also da habe ich jetzt einfach die Eier mit drauf gesetzt. Ich habe hier noch Platz gelassen. Hier kann ich später noch das zweite Windlicht reinnehmen. Ob ich das jetzt mit den hellen Steinen gemacht hätte, nochmal, weiß ich nicht. Ich glaube, das hätte ich eher ein bisschen natürlicher halten können. Aber zur Wiederholung habe ich noch ein paar Osterglöckchen reingesetzt. Und ich finde auch, dass diese Schale gute Laune bringt. Die ersten Bellies, die lachen einen an mit diesen gelben Herzchen. Und ja, ich finde, der Frühling ist einfach so schön und es gibt so viele Farben. Also traut euch da ruhig. Ja, ich soll euch allerdings noch ganz, ganz herzlich grüßen von meinem Papa. Normalerweise kriegen wir immer die Blumen mit der Spedition, aber er wollte es sich nicht nehmen lassen, um die Tulpen höchstpersönlich abzuholen. Ich weiß es nicht, ob er ein Video macht, das glaube ich nicht. Aber er ist richtig, richtig stolz und es hat ihm super viel Spaß gemacht. Er bedankt sich für all die lieben Nachrichten. Also der ist richtig, ja, also richtig entblößt, ein bisschen rot geworden und schüchtern. Also da nochmal einen herzlichen Dank. Ja, was wünsche ich euch? Natürlich einen wunderschönen Sonntag. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dies war wieder eine schöne Idee, um das zu Hause umzusetzen. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag nochmal und bis bald. Ciao, ciao. Divine.
meins. Ja, wer jetzt noch Lust und Zeit hat für ein weiteres Video, klickt einfach hier unten. Und wer noch kein Abo hat, aber coole Ideen sehen möchtet mit Blumen und Pflanzen, dann seid ihr richtig beim Channel. Klickt einfach hier oben auf Abonnieren.